Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Heute spielen wir den Eurynosaurus. Der ist ganz neu mit dem letzten Update ins Spiel gekommen. Und der hat eine richtig coole neue Ability, nämlich hat er eine Dart-Ability. Da kann er mit seiner Schwertnase, nenne ich sie mal, sich in die Gegner bohren. Das will ich unbedingt ausprobieren. Der sieht halt so ein bisschen aus wie so ein urzeitlicher Schwertfisch. Finde ich aber super interessant. Wie cool das aussieht mit den Bläschen hier. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal die Varianten an. Also der hier hat ein bisschen mehr Schaden. Der ist ein bisschen tankier. Und der hat mehr Ausdauerregeneration. Ich entscheide mich, glaube ich, für den Schaden. Weil ich möchte gerne viel kämpfen mit dem. Und dann können wir uns auch nochmal eben einen Skin aussuchen. Ich glaube, ich nehme aber eher sowas Unauffälliges. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Ich mache dann vielleicht das Muster nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, ich finde das aber ganz gut. Und die Augenfarbe will ich noch ändern. In grün. Und dann kriegt er noch einen tollen Namen. Nenn ihn mal Henry. Und dann geht's auch schon los. Oh, wie klein er jetzt ist. Und wie bunt. Und da ist der kleine Henry auch schon. Und die bunte Farbe wird er noch verlieren. Aber der scheint sehr, sehr wendig zu sein. Da bin ich echt gespannt, wie der dann im Kampf sein wird. Der hat aktuell nur diese Attacke. Also so ein Biss. Aber fühlt sich jetzt erstmal ziemlich gut an, muss ich sagen. Ich glaube, der wird auch relativ schnell sein. Wir sollen Fische fangen und einen Ort besuchen. Ich würde sagen, wir machen das mit den Fischen. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Ich weiß gar nicht, ob man hier diese Fische schon fangen kann. Oder ob das größere sein müssen. Müssen wir halt mal ausprobieren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das diese Fische sind. Ich gehe mal auf die Suche nach anderen Fischen. Wahrscheinlich da oben, guck mal. Da ist nämlich so ein ganzer Schwarm. Ah, den haben wir gefangen. Wir haben jetzt eine Forelle. Wir sollen kleine Fische fangen. Ich glaube, die Forelle zählt nicht. Probieren wir es mal mit diesen gelben Fischen hier. Ich glaube, die können wir nicht fangen. Dann würde ich mal versuchen, den hier zu fangen. Das ist ein Sonnenbarsch. Der zählt. Okay, sehr gut. Können wir auch direkt jetzt runterschlucken. Ist übrigens sehr ungewohnt. Die Kamera ist immer hinter ihm so fest. Dann kann man sich immer drehen. Und jetzt, wenn man Precise Movement macht, kann man die Kamera drehen. Also es ist genau umgekehrt als bei den anderen Dinos. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Also wenn ich mal eine komische Kameraführung habe, dann liegt das hauptsächlich daran, dass es halt genau verkehrt ist. Aber ich glaube, wir müssen Ausschau halten nach solchen Spots hier für die Fische. Würde ich auch direkt sagen, wir schwimmen mal weiter. Na, guck mal, hier sind wir sogar gut getarnt mit der knalligen Farbe. Sieht aber echt schön hier aus, die ganze Unterwasserlandschaft so. Aber leider sind hier keine Fische in diesem hohen roten Seetang oder was das ist. Ich möchte aber gerne einmal probieren, ob wir aus dem Wasser springen können. Ah, nicht wirklich. Aber vielleicht können wir das später halt noch. Müssen wir weitersuchen. Irgendwo wird schon noch was sein. Ach, hier ist schon dieser Ort gewesen. Ja, entspannt, dann haben wir schon Coins bekommen. Ja, das ist ja super. Und hier sollen wir auch was sammeln. Dann werde ich das erstmal machen. Ich meine, das mit den kleinen Fischen, das können wir dann ja gleich auch noch machen. Muscheln und Panzer von Schildkröten. Werden ja hoffentlich irgendwo hier am Grund liegen. Ah, guck mal, hier ist schon einer. Ein Schildkrötenpanzer. Und Muscheln sind hier auch. Ja, dann ist er entspannt. Das machen wir dann mal eben schnell. Sieht aber wirklich toll hier aus.
Voll viele Details auf dem Grund. Gefällt mir gut. Seesterne gibt es ja auch. Einen noch. Und der ist da vorne. Perfekt. Dann haben wir das auch geschafft. Oh, sehr gut. Und jetzt haben wir auch sogar den Sprung gelernt. Also wir können uns auf jeden Fall gleich mal hinlegen und dann die Fähigkeiten lernen. Wie hell die Sonne leuchtet. Ich wollte jetzt hier eigentlich mal kurz an den Strand gehen, weil ich weiß nicht, wie ich schlafe. Vielleicht geht das ja nur am Land. Ich weiß es nicht. Mir scheint es auch nicht zu gehen. Nee, hier bin ich einfach wie so ein gestrandeter Fisch. Aber sieht auch interessant aus, oder? Wie der hier so strampelt. Komm wieder ab ins Wasser, mein Kleiner. Wir haben auch schon ganz schön viel Hunger. Ich versuche jetzt mal gleich rauszufinden, wie ich schlafe, damit wir Fähigkeiten lernen können. Wir sind aber schon komplett ausgewachsen jetzt. Das ging echt schnell. Aber es wird leider gerade auch Nacht. Ja, die letzten Sonnenstrahlen hier vorne. Können wir uns nochmal unseren Skin angucken. Der ist eigentlich ganz gut getarnt. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Ja, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Hier vorne sind Fische. Hier fangen wir uns mal eben schnell. Wir brauchen mehr. Ah, die können wir nicht mehr essen. Okay, wir sind wieder voll gefuttert. Das ist gut. Ich habe jetzt übrigens auch zwei neue Attacken gelernt. Ich habe einmal so einen Ansturm nach vorne. Mit einer Rolle ist das. Das ist auch sehr, sehr cool. Damit kann man auch aus dem Wasser springen. Das zeige ich euch mal eben. Nehmen wir einen Anlauf und schwimmen hoch. Und dann kann man halt richtig aus dem Wasser springen. Und das andere ist auch so eine Rolle. Auch nach vorne. Aber das ist die Attacke, womit man sich in den Gegner reinbohren kann. Da kann man auch so ganz bisschen aus dem Wasser springen. Nicht ganz so krass, aber... Also minimal. Müssen wir dann mal ein bisschen testen, wenn wir Gegner vor uns haben. Na, ich glaube, mit den Kleinen kann man das jetzt hier nicht testen. Hier geht jetzt schon so langsam der Sumpf los. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen unter Wasser. Kann schon gut sein, dass wir andere Spieler sind. Aber ich glaube, die Sonne geht auch gerade wieder auf. Das ist ganz cool. Das sieht noch sehr düster und gruselig aus hier. Aber unter Wasser sieht das ja auch echt cool überall aus. Ich hoffe, dass wir gleich irgendwie andere Spieler finden. Da vorne sind diese großen Urzeitfische. Ich versuche die, glaube ich, mal anzugreifen mit meiner Attacke. Okay, dann haben wir die einfach nur gefangen. Ist aber, glaube ich, auch halt ein Wasserfall. Ich glaube, da müssen wir aber hoch tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Mein Ziel ist natürlich hier in das Gewässer vom Krater zu kommen. Na, das heißt, wir müssen hier echt irgendwie hoch. Oh Gott, das wird schwierig. Ich weiß nicht, ob das klappt. Also wenn wir hier hinkommen, da ist bestimmt was los. Aber eigentlich sind wir dafür halt nicht gemacht. Und ich weiß halt auch nicht, ob der in Süßwasser klarkommt. Aber das hier ist halt alles Salzwasser wahrscheinlich, weil es mit dem Meer verbunden ist. Sollen wir es mal versuchen, da hochzukommen? Oh Gott, das wird ja niemals was. Das ist ja super langsam. Und das verbraucht halt auch echt viel Ausdauer. Oh, ich ziehe es jetzt aber durch. Oha, wie der hier hochläuft. Einfach so Handstand. Das ist ja witzig. Aber ich glaube, wir schaffen das. Das Wasser ist jetzt zur Hälfte runter und wir haben schon über die Hälfte des Weges geschafft. Wir sind ja hier schon fast oben. Ich glaube, hier links können wir halt schon wieder ins Wasser rein.
Und das Schöne ist halt auch, dass die Sonne aufgeht. Boah, das ist aber doch richtig knapp geworden. Guckt euch mal das Wasser an. Das ist fast ganz unten. Das ging gerade so. Ich hoffe jetzt halt, dass das Süßwasser hier klar geht. Ja, okay, das hilft. Oh, Gott sei Dank. Das ist natürlich super. Boah, leider ist das sehr trüb hier. Man sieht gar nicht so viel. Ich habe bis jetzt auch keine anderen Spieler gehört. Aber hier vorne ist, glaube ich, schon das nächste Hindernis. Oh Gott. Dahinter geht's weiter, ne? Oh, jetzt müssen wir wieder hier hoch. Oh nee. Wo geht's denn in die Richtung? Nee, die Richtung ist richtig. Okay, wir müssen gar nicht hoch. Wir müssen runter. Ja, dann ist ja gut. Runter ist mir lieber als hoch. Was ist das hier für ein Abenteuer? Was passiert denn, wenn ich an Land springe? Kann ich dann schon Weg gut machen? Ich glaube, ich werde das mal probieren. Okay, ein bisschen hat es geholfen. War jetzt nicht so schlecht. Ich hoffe, wir überleben das. Ey, wenn uns jemand sieht, der denkt auch, was macht der da? Das ist einfach so absurd. Aber wir haben es wieder geschafft. Wir sind im nächsten Becken angekommen. Gott sei Dank. Komm schon, du schaffst es. Gib Gummi. Sehr gut. Ja, das Tauchen hier ist nicht so schön mit den Felsen. Mit dem trüben Wasser. Oh, hier brauchen wir sogar gar nicht mehr an Land gehen. Das ist gut. Ich glaube, dann sind wir schon durch, oder? Ne, hier vorne kommt noch eine Stelle. Aber da schwimmt irgendwas. Habt ihr das gesehen? Oh Gott, ich bin gestrandet. Aua! Diesen Raptoren wollen mich. Oh Gott! Ich komme halt nicht wieder gut zurück ins Wasser. Das ist echt ein Problem. Vielleicht sollte ich mal versuchen, rückwärts zu gehen am Wasser. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ne, rückwärts geht gar nicht. Okay, das heißt, wir müssen immer so eine blöde Drehung machen. Also wenn wir stranden, haben wir ein Problem. Ja, viele Raptoren unterwegs, habe ich mir schon gedacht. Weil halt die Raptoren auch einen neuen Pounce bekommen haben. Sind aber jetzt für uns nicht das richtige Ziel. Ist halt schwer zu treffen. Und das mit diesem trüben Wasser macht es halt nicht einfacher. Hier ist halt richtig was los. Guck mal, jetzt habe ich mich in den reingebohrt. Ich kann sogar angreifen, wenn ich da reingebohrt bin. Das ist ja interessant. Der ist zum Glück gerade nicht da. Oh, jetzt ist er weg. Okay. Aber jetzt richtig Krokodilparty. Aber die Crocs haben auch eine neue Attacke bekommen. Die können nämlich jetzt auch andere ins Wasser ziehen. Deswegen ist ja auch so viel los. An dem hänge ich jetzt auch drin. Okay, er schickt mich gerade runter. Ich sollte wegschwimmen. Ich werde nochmal versuchen, mich da reinzubohren. Oha, die greifen sich auch alle gegenseitig an.
Gott, Chaos pur. Bin wieder drin in dem einen, den ich vorhin schon hatte. Okay, wir haben kaum noch Ausdauer. Ich muss wegschwimmen. Ich regeneriere mal kurz hier vorne. Ich hoffe, mich hat keiner verfolgt. Ja, hier sind halt wieder alle Spieler versammelt. Wir haben uns wieder reingebohrt in das Croc. Und abgesprungen. Sehr gut. Oh nein, er hat mich an Land gebracht. Das ist jetzt schlecht. Oh Gott, sie haben mich. Oh nee. Nein. Der Fisch ist gestrandet. Es ist halt so viel angenehmer hier im Meer, wenn man so viel mehr sieht. Ich hoffe, dass ich hier einfach auch mal andere Spieler noch finden werde. Das wäre ganz cool. Vielleicht können wir dann hier mal kämpfen. Da macht es, glaube ich, auch mehr Spaß, wenn man halt mehr sieht. So, es ist halt immer so ein bisschen random. Man schwimmt halt so durchs nicht durchsichtige Wasser und auf einmal taucht irgendwas vor einem auf. Und so kann man halt auch dann coole Moves wirklich gezielt machen. Sowas hier zum Beispiel. Ist halt sonst viel schwieriger. Achso, was ich euch noch gar nicht gezeigt hatte. Die Schreie. Wenn man über Wasser ist, die sind richtig laut. Also man kann schon ordentlich Lärm machen. Aber ich schwimme jetzt mal weiter. Ich denke mal, mein Plan wird es jetzt sein, dass wir zu diesem... Ach, wir sind schon hier. Guck mal, wir sind jetzt auf der Südseite nämlich von dem Ort. Ich glaube, dass ich hier hinschwimmen werde. Hier wird ja bestimmt auch irgendwie was los sein. Da müssen ja zumindest die Leute langschwimmen, die hier zu dem Ort wollen. Kann ich die vielleicht abfangen oder so? Das ist zumindest der Plan. Mal sehen, ob das aufgeht. So, ich versuche jetzt nochmal was. Hier ist gleich eine sehr schmale Stelle. Ah, hat nicht geklappt. Schade, schade. Ich wollte eigentlich darüber jumpen. Ich habe hier gerade was anderes gehört. Da vorne schwimmt ein anderer, meiner Art. Sollen wir gegen den kämpfen? Versuche mich mal reinzubohren in den. Der hat gerade was im Maul. Boah, der schüttelt mich ab mit so einer Rolle. Der will mich an Land bringen. Oh, er hat mich an Land geschmissen. Aber er ist selber auch an Land gegangen. Ich glaube, das ist für mich besser. Er will weiter an Land gehen. Ich hole ihn mir. Dann wird das wohl ein Landfight. Nein, der Server disconnected. Oh, die wollten ihn, glaube ich, gerade restarten. Oh, wie ärgerlich. In so einem Moment. Ist der da vorne? Das ist der wieder, oder? Nochmal versucht, mich in ihn reinzubohren. Ich treffe ihn leider nicht.
Ich versuch's mal mit der Rechtsklick-Attacke gleich. Das ist zwar nicht der Bohrer, aber... Er ist gestrandet, da oben. Okay, er bleibt, glaube ich, erstmal da. Oh Gott. Was ist das jetzt für ein Kampf? Ich habe ihn leider auch nicht aufgespießt gekriegt. Ich habe ihn wieder nicht aufgespießt gekriegt. Er ist halt immer hinter mir, das ist doof. Oh nein. Aua. Wir haben richtig Schaden kassiert. Ich mal kurz hier und leg mich mal eben hin. Schade, dass ich den da oben nicht treffe. Ich treffe ihn einfach nicht. Er hat halt jetzt den Vorteil, weil er mir mehr Schaden gedrückt hat. Ah, der will auch nicht. Ja, jetzt sind wir drin. Jetzt müssen wir reinbeißen. Sehr gut. Schön läutert uns hier rum. Ja, wir haben schon gut Schaden gemacht jetzt. Und wir haben ihn. Oh, Gott sei Dank. Sehr schön. Tja, da haben wir dich. Da essen wir jetzt erstmal ein Stück von. Ich höre schon wieder was hier. Die Trophäe von dem ist leider nur so ein Knochen. Ich dachte vielleicht das Schwert oder so, das wäre cool gewesen. Na, das lassen wir hier, das bringe ich jetzt nicht zur Home Cave. So wichtig ist es mir da nicht. Und Leiche ist auch gerade verschwunden. Das soll es jetzt aber auch mit dem Eurinosaurus gewesen sein. Hat echt richtig Spaß gemacht. Gerade diese Spießattacke nenne ich sie mal. Die fühlt sich echt gut an, also es macht echt Spaß, wenn man sich dann so reingebohrt hat. Muss man natürlich ein bisschen üben, also ich habe es jetzt halt noch sehr oft verkackt. Aber ist ja, glaube ich, relativ normal, wenn man da noch keine Erfahrung hat. Und ansonsten steuert er sich halt auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Macht sehr viel Spaß, der Eurinosaurus. Kann ich nur empfehlen, müsst ihr auch mal anspielen. Falls ihr mehr Path of Titans sehen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.